Die Seagull 1963 ist der rote Stern am chinesischen Uhrenhimmel. Das hier ist die 40mm Variante im Panda-Look. Diese Uhr ist der wahrscheinlich günstigste Schaltradchronograph mit einem mechanischen Manufaktur-Handaufzugskaliber und ist deshalb für zwei Zielgruppen eine perfekte Uhr. Erstens, für jeden Einsteiger, der sich erstmalig mit mechanischen Uhren beschäftigt und eine Uhr mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis sucht. Und zweitens, für jeden Uhrenliebhaber, denn die Seagull fasziniert die gesamte Uhrenkennerszene weltweit. Sie ist meiner Meinung nach der beste Schaltradchronograph, den ihr für unter 300 Euro bekommen könnt. Vorab für euch nur die zwei wichtigsten Gründe, warum diese Uhr so begehrt ist. Erstens, sie hat ein hochwertiges Uhrwerk. Diese Uhr hat ein Schaltrad-Chronographenwerk mit Handaufzug und einer Schwanenhals-Feinregulierung. Diese Uhr trägt sogar Schweizer Uhrenwerks DNA in sich, denn das Uhrwerk basiert auf dem legendären Schweizer Kaliber Venus 175. Das Werk ist sehr zuverlässig und weit verbreitet, sodass kleine Reparaturen kein Problem sein sollten und Ersatzteile günstig zu beschaffen sind. Und der zweite Grund, sie ist extrem günstig für das, was die Uhr zu bieten hat. Ich habe bereits schon einmal ein Video über die Seagull 1963 in der klassischen 38mm Variante gemacht. Wenn euch die Geschichte der Uhr und die weiteren Details interessieren, dann schaut euch gerne mein Video hierzu an. Ich verlinke euch das Video im Abspann. Ihr habt mir viele Fragen in den Kommentaren gestellt, die ich euch gern beantworte. Die Fragen waren: Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen der 38mm Variante und der 40mm Version? Für welche Variante sollte ich mich entscheiden? Was kostet die Seagull 1963 und wo kann ich sie kaufen? Das Tolle vorab, endlich mal eine Uhr, die in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Designs angeboten wird. Hier ist für jeden Handgelenksumfang und jeden Geschmack etwas dabei, wenn man auf Chronographen steht. Ich habe hier die klassische Version in 38mm und eine Panda-Version in 40mm. Beide Uhren habe ich selbst gekauft und sie sind Teil meiner eigenen Uhrensammlung. Es gibt noch eine 42mm Variante. Die ist mir aber zu groß, denn mein Handgelenksumfang beträgt 17 cm. Wenn euer Arm oder euer Handgelenk eher dem von Arnold Schwarzenegger gleicht, kommt für euch bestimmt auch die 42mm Version in Frage. Die Unterschiede. Die Panda unterscheidet sich optisch sehr deutlich von der klassischen Version. Das Ziffernblatt ist weiß mit einer leicht körnigen Struktur. Die Totalisatoren sind natürlich, wie es sich für eine Panda gehört, in Schwarz gehalten und weisen eine Rillenstruktur auf, die an Vinylschallplatten erinnert. Die Verarbeitungsqualität des Blattes, der applizierten Indizes und der Druck sind erstaunlich gut. Diese Uhr hat ausschließlich Strichindizes und wirkt daher deutlich cleaner als die 38er-Version. Die Größe der Uhr wird durch die schwarze Tachymeterskala am Rand des Ziffernblattes kaschiert, was die Uhr für mich von den Proportionen her harmonischer macht als der klassische Look der 40er-Variante. Hier mal im Vergleich zu sehen. Die 40mm Panda-Version hat einige Features, die ich bei der kleineren Variante vermisst hatte. Die Zeiger sind etwas breiter und zusätzlich mit Leuchtmasse versehen. Genauso die Indizes. Dadurch ist die Uhr im Dunkeln endlich ablesbar geworden. Ein klarer Pluspunkt für den Alltagsgebrauch. Was mich besonders gefreut hat, ist das mit einer Faltschließe versehene Lederarmband. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Bandanschlussbreite beträgt 20 mm. Bei der 38er hingegen nur 18 mm. Zusätzlich wurde meiner Uhr ein schwarzes NATO-Band beigelegt. Das Lederarmband ist nicht von besonderer Qualität, aber auch nicht wirklich schlecht. Aber das kann man ja bei Bedarf jederzeit ändern und ein Band seiner Wahl anbringen. Im Inneren der beiden Uhren schlägt das berühmte Handaufzugswerk ST19, was sich durch seine Robustheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Durch den Saphirglasboden lässt sich das optisch ansprechende Uhrwerk bestaunen. Ein echter Hingucker. Beide Uhren sind mit einem modernen und kratzresistenten Saphirglas bestückt. Die Wölbung des Saphirglases ist minimal und verleiht der Uhr damit einen modernen Look. Außerdem ist es tiefer im Gehäuse platziert und baut daher nicht so hoch auf wie die Acrylglas-Version. Mein Tipp, entscheidet euch wegen der Kratzresistenz, der geringeren Aufbauhöhe und des nur unerheblichen Aufpreises lieber für das Saphirglas. Den Gehäusedurchmesser hatte ich ja bereits erwähnt. Die Höhe der 38er-Version beträgt 12,6 mm. Die 40er ist mit 13,4 mm nur unerheblich höher. Nicht nur der Durchmesser einer Uhr ist relevant, wenn ihr wissen wollt, ob die Uhr optisch mit eurem Handgelenk harmoniert und ob der Tragekomfort stimmt, sondern auch die Gehäuseform und die Form der Hörner und natürlich auch der Lack-to-Lack, also der Abstand von Bandanstoß zu Bandanstoß. Hier seht ihr beide Uhren an meinem Handgelenk. Der Lack-to-Lack bei der 38er liegt bei 46,7 mm und bei der 40er bei 49,5 mm.
Ich kann beide Größen tragen. Die 38er-Variante ist nach meinem Geschmack fast etwas zu klein. Die 40er sagt mir etwas mehr zu, gerade auch, weil ich die Bandanschlussbreite von 20 mm optisch noch besser finde. Also zusammengefasst, die Panda hat wegen der zusätzlichen Faltschließe und der Leuchtmasse in den Zeigern und Indizes noch mehr zu bieten. Die Uhren sind im Verhältnis zum geringen Preis qualitativ richtig gut verarbeitet. Wenn ich mich zwischen beiden Uhren entscheiden müsste, dann wäre es wohl die Panda. Die Minuspunkte möchte ich natürlich nicht verschweigen. Die Minuspunkte wären die fehlende Datumsanzeige, eine Wasserdichtigkeit von nur 5 Bar und eventuell auch der Handaufzug. Aber das ist immer Geschmackssache und für mich eigentlich kein K.O.-Kriterium, denn selbst die ikonische Omega Speedmaster Professional Moonwatch hat ebenfalls nur ein Handaufzugskaliber und ist ebenfalls nur bis 5 Bar wasserdicht. Und sie kostet über 7.000 Euro und sie hat trotzdem ihre Fans. Für den Wassersport ist die Seagull 1963 aber nicht geeignet. Was kostet die Seagull? Der Preis der Seagull 1963 in der klassischen 38mm Variante startet bei sehr fairen 229 Euro mit Acrylglas. Mit Saphirglas kostet sie 249 Euro. Die 40er Panda gibt es nur mit Saphirglas und kostet derzeit nur 265 Euro. Sehr fair. Die Frage, die mir am meisten von euch gestellt wurde, war: Wo kann ich denn diese Uhr kaufen? Die Uhr findet ihr zum Beispiel online bei Bartels Watches oder bei Poljot24. Ich blende euch den Hinweis unbezahlte Werbung ein, da dies ein kostenfreier Hinweis ist und ich in keiner Weise finanziell oder anderweitig von einem der beiden Händler unterstützt werde. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Seagull 1963 erfahren möchtet, empfehle ich euch das folgende Video. In diesem Sinne, ciao, euer Mario.